Am 11. Juni 2023 gab es im Silvretta-Gebirge einen Felssturz. Am Fluchthorn sind große Geröllmassen abgegangen. Ja, und sogar das Gipfelkreuz wurde hinunter ins Tal gerissen. Es gibt seitdem auf dem Fluchthorn kein Gipfelkreuz mehr. Ja, nun kann man sagen, es gibt noch viele andere Gipfelkreuze. Das stimmt. Nur sollten wir uns auch mal fragen, warum haben wir eigentlich Gipfelkreuze? Was präsentiert denn ein Gipfelkreuz? Es ist einerlei, ob das jetzt in Österreich ist, in Deutschland, in der Schweiz oder in anderen Ländern. Auf vielen Gipfeln dieser Welt stehen Gipfelkreuze. Doch haben wir überhaupt im geringsten eine Ahnung, was das Kreuz für uns bedeutet? Das Kreuz ist die Erlösung. Das Kreuz soll uns sagen, dass Gott Vater im Himmel, der die Welt erschaffen hat, ja, der Himmel und Erde erschaffen hat, der einzige Gott der Bibel, seinen eigenen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gebracht hat. Er hat Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, auf die Welt, auf die Erde gesandt, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Und das Kreuz steht für sein Erlösungswerk auf Golgotha. Denn er hat sich hingegeben, er hat sich für uns kreuzigen lassen. Und er wurde am dritten Tage auferweckt vom Heiligen Geist. Und Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er zu Rechten des Vaters. Ihm ist gegeben alle Macht in den Himmeln sowie auch auf Erden. Das sagt er selbst im Kapitel 28 des Matthäus-Evangeliums. Und von dort oben, vom Thron Gottes im Himmel, wird Jesus Christus bald wiederkommen, hier auf die Erde zurück, ein zweites Mal, aber diesmal nicht als ein kleines Kind, sondern als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und er wird kommen in Herrlichkeit, Pracht und Vollmacht, und er wird richten die Lebenden und die Toten. Wir sollten uns wahrlich fragen, warum nun ein Gipfelkreuz abgerissen wurde von den sogenannten Naturgewalten. Natürlich steckt Gott dahinter, denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass nichts passiert auf dieser Welt, nichts auf dieser Erde passiert, ohne dass Gott dazu die Einwilligung bekommt. Denn Jesus sagt selbst, dass alle Haare unseres Kopfes, eines jeden Menschen, von Gott gezählt sind. Und so ein Gipfelkreuz stürzt nicht umsonst einfach ab. Es will uns sagen, dass wir Gott verlassen haben, dass wir jeglichen Götzen nachlaufen. Ja, besonders die Alpenländer. Ja, meine Frau und ich, wir sind viel in den Alpenländern unterwegs. Wir beten dort, wir proklamieren das Wort Gottes. Ich blase das Schofarhorn in den Alpen und verkünde das Wort Gottes und verkünde die Buße und die Umkehr zu Jesus Christus allein. Doch wie so oft, wenn ich von Jesus Christus rede und von seinem Erlösungswerk, und von den Wundern, die heute noch geschehen im Namen Jesu Christi allein, dann wollen die Leute davon nichts wissen. Und sie sagen, ja, es gibt schon irgendwas zwischen Himmel und Erde. Und sie beten weiter ihre Götzen an, ihre angemalten Holzklötze und irgendwelche Menschen, die verstorben sind. Doch das Kreuz allein ist die Erlösung, das Erlösungswerk. Jesus Christus allein ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und er ist Gott. Und dieser Gott hat alles getan durch seinen Tod, das Opfer am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und wir haben ihm den Rücken zugekehrt und wir beten immer mehr Götzen an und glauben, ja, irgendwas ist da schon zwischen Himmel und Erde. Aber Gott hat uns genau gezeigt, dass wir das Kreuz eigenhändig abgerissen haben. Und so hat uns Gott gezeigt, dass auch das Kreuz am Fluchthorn abgerissen wurde. Nicht von Gott selbst, er hat es zugelassen, aber von uns, von unseren heidnischen Gebräuchen, von unserem Unglauben, von unserem falschen Gebet zu toten Götzen und toten Menschen. Ich möchte vor allen Dingen die Gebirgsvölker darauf hinweisen, dass nur Jesus Christus, wie es in der Bibel allein steht, der Herr aller Herren ist und der König aller Könige und dass wir umkehren müssen, besonders die Gebirgsvölker von ihren götzenhaften Anbetungen und falschen Gottesdiensten. Wendet euch ab von euren Götzen und wendet euch hin zu Jesus Christus allein und lasst das Kreuz wieder erstehen, das Kreuz als das Erlösungswerk und Jesus Christus erstehen als den alleinigen Herrn und Heiland.
Und neben ihm gibt es keinen und es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen als Jesus Christus. Amen.